Ja, herzlich willkommen zu einer kleinen Nachlese des heutigen Abends. Wir haben heute viel gehört über Stadtkultur. Wenn ich das mal etwas kritisch beleuchten darf, wir haben viel über Funktionalität gehört. Wir haben über barrierefreies Wohnen haben wir was gehört. Wir haben über das Zusammenleben gehört. Wir haben über Emissionen haben wir auch ein bisschen was gehört. Wir haben recht wenig gehört über die Seele des Menschen, der doch in diesen Wohnungen und in diesen Häusern lebt. Was bekommt der eigentlich mit von diesen neuen Konzepten? Und was muss denn da getan werden? Ja, manchmal hat man vielleicht den Eindruck, dass wir heute kulturfreies Denken haben, auch was Städtebaupolitik angeht. Und Kultur ist nun einmal ein Ferment der Gesellschaft für jeden Menschen, egal in welcher Schicht er lebt. Kultur ist elementarer Bestandteil. Kultur ist das, was uns von Tieren unterscheidet. Und deswegen gehört zu jeder Städteplanung, zu jeder Quartiersplanung, ja, fast zu jeder Blockbebauung auch eine kulturelle Begleitung. Das heißt, der Frage nachzugehen, welche Rolle könnte hier Kultur spielen. Das kann nicht überall das Gleiche sein, aber ich glaube, es ist völlig abwesend heutzutage. Und wenn wir heute von Stadtbaukultur reden, müssen wir auch von Kultur im Städtebau reden und nicht einfach nur von guter und schöner Architektur. Es geht um mehr, es geht um Städten, wo Kultur nachgegangen werden kann, wo Kultur genossen werden kann, wo Kultur praktiziert. Das fängt bei der Stadtteilbibliothek für mich an. Ja. Und warum soll es nicht Mischformen geben für kleine Kulturzentren in Stadtteilen, in denen mehrere Kultureinrichtungen zur gleichen Zeit zugegen sind und sich möglicherweise auch zeitweise abwechseln? Das heißt, dass man hier neue Modelle erfindet, die es teilweise schon gibt. Die Niederländer sind uns da sehr viel weiter und in vielem voraus. Und dass wir da auch viel unbürokratischer herangehen. Bei uns heißt es immer, ein Kulturverantwortlicher, das ist gleich einer Stelle. Warum können nicht viele Nebenamtler, Ehrenamtler sich dieses Thema Kultur in einem Stadtteil teilen? Und ich glaube, da müssen wir noch sehr viel erfindungsreicher werden als bisher. Also Sie können sich auch vorstellen, ein gewisses Hin zur Kleinteiligkeit, ja? Ja. Also quartiersorientiert. Durchaus. Und nicht in große zentrale Museen und zentrale Kulturstätten nur investieren. Also ich denke da ungern in Gegensätzen. Ich bin da schon für ein kräftiges sowohl als auch. Wir müssen sowohl in den großen Spitzeneinrichtungen einer Großstadt wie Düsseldorf denken. Es muss eine Oper, ein Theater, Museen geben, andere Einrichtungen. Aber man muss sehr viel mehr darüber nachdenken, wie auch eine Oper, ein Schauspielhaus in Quartiere hineingeht. In die Fläche praktisch. Und die Kinder und Jugendlichen dort abholt, ja, zum Beispiel. Ja. Und auch in die Oper holt, mit ihnen aber auch vor Ort arbeitet, in ihrem Quartier. Für mich ist das alles kein Gegensatz. Also Soziokultur oder wie auch immer Sie es nennen wollen, Quartierskultur ist für mich kein Gegensatz zu einer angeblichen Hochkultur. Ich glaube nicht, dass es Hochkultur gibt, sondern es gibt verschiedene Formen von Kultur. Und wir müssen sehen, dass sie eben nicht nur einigen wenigen vorbehalten sind, sondern wirklich die Breite der Bevölkerung angehen. Thank you.
Magnet. Ja? Okay. Schick gleich dazu, ne? Jo.